Hey Freunde, was geht ab? Danke fürs Einschalten, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zur zweiten Folge Ark Crystal Isles. Und ja, im Hintergrund läuft auch schon ein Trike an mir vorbei. So, seit der letzten Folge habe ich nichts gemacht. Ich habe hier nur das Narkotik ein bisschen durchlaufen lassen. Und wir wollten in der Wand hier hängen bleiben. Sehr gut. Okay, nein, wir wollten eigentlich jetzt in der zweiten Folge hier diese Insel erkunden. Optik, ey. Und ich wollte mir vorher noch so ein bisschen zumindest Olas fertig craften, damit wir unterwegs auch ja eventuell das ein oder andere Tier legen, um ein bisschen Leder mitzunehmen. Das ist ja momentan noch Mangelware. So, was fehlt uns? Ah, okay, Stein. Ja, okay, wir haben was? 6 Olas. Das dürfte eigentlich reichen. Okay, wunderbar. Wir lassen alles hier an Material. Backen die Decke fest. Nicht ganz, aber fast. Okay. Ich glaube, bevor wir jetzt losgehen, würde ich vielleicht ganz gern zumindest noch ein bisschen Stein ganz kurz farmen. Damit wir im Notfall, falls wir sterben, uns hier noch die Ausrüstung neu craften können. Und nicht erst wieder ganz von vorne ohne Werkzeug anfangen müssen. Stein dürfte reichen, noch ein bisschen Feuerstein. Ja, okay, reicht, kein Bock mehr. So, das packen wir jetzt alles hier in unsere Kiste. Und nein, da können wir auch gerade nochmal nach den Level-Ups gucken. Was passt hier ganz schnell rein? Okay, dann machen wir das so. Okay, irgendwas auf dem Lagerfeuer platzieren? Stimmt, oder? Nee, können wir nicht. Aber gut, Mörser und Stöfel, das müsste klappen. Zumindest das eine und das andere auch. Sehr gut. So. Tür zu. Tür zu. Oh Mann. Das nervt ein bisschen. So, okay. Oh, wir haben mittlerweile 4 Level. Ich glaube, wir sind in der letzten Folge mit 3 wieder rausgegangen. Jetzt haben wir 4. Ich gehe mal auf 1 Movement Speed, 1 Nahkampf und die restlichen 2 auf Ausdauer. So, was können wir jetzt freischalten? Zement, ja, ist noch ein bisschen früh für Zement. Ah, Leder. Lederklamotten. Die können wir definitiv gebrauchen. So, gibt es noch irgendwas Interessantes? Ah, Lehmzeug, ja gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir könnten schon mal hier das Holzzeug freischalten, beziehungsweise haben wir hier irgendwas, was wir brauchen. Ja gut, Zündpulver könnten wir machen. Die Steinschleuder haben wir. Wir könnten rein theoretisch auch zähmen. Ich gucke mal, was hat der Kumpel hier für ein Level? 25, hier hinten war noch irgendeiner. Oh, das ist ja ein Arsch der Welt. Ja gut, dann können wir hier in dieser Richtung auch mit dem Erkunden ein bisschen anfangen. Du bist Level 50, du würdest schon mehr Sinn machen. Du backst hier auch gerade so richtig schön rum. So, ich was brauche ich denn für eine Steinschleuder? Fasern, Holz und Leder. Okay, Leute, wir gucken mal ganz kurz. So. Halt, was war das? Fasern, achso. Okay, eine Steinschleuder. Stein brauchen wir zum Schießen. So, sehr gut. Die legen wir mal auf die 3. Wir haben 33 Steine. Wir brauchen deutlich mehr auf jeden Fall. Oh, komm, geh zu. So, dann holen wir auch schnell hier den Stein. Also bauen den Stein ab. So. Oh nein, er ist rausgekommen, sehe ich gerade. Er backt nicht mehr fest.
Na gut, gehen wir mal Suicide Mission. Den will ich jetzt eigentlich haben. Wir versuchen es trotzdem mal mit der Steinschleuder. By the way, ich habe in diesem Spiel noch niemals mit einer Steinschleuder gezähmt. Keine Ahnung, wie viel Torpor das jetzt gibt oder ob es überhaupt was bringt. Aber wir könnten uns natürlich auch hier die Bäume dann nutzen. So, mal schauen. Ich treffe noch nicht mal. So, jetzt. Okay, jetzt mal hier in die Bäume rein, dass der vielleicht die irgendwie festpackt. Oh no, der reißt alles ab! Scheiße! Okay, hier vorne auf den Berg komme ich bestimmt irgendwie hoch. Bestimmt nicht. Oh nein! Okay, er hittet mich nicht, er hat vorher abgelassen. Aber ich komme hier auch nicht hoch, oder? Hier vielleicht. Ja, ah! Katapult! Komm hoch, komm hoch! Pack dich irgendwie hoch! Sehr gut! Okay. Mal schauen, ob wir den Daumen kriegen. Mit unseren 92 Steinen. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn ich dem aufs Horn schieße. Also auf den Schutz hinter ihm. Bleibe ich da. Auf den Schutz vor seinem Kopf. Oh nee, oder? Die ging jetzt echt krass schnell kaputt. So, ich brauche Holzfasern und wieder Leder. Ja gut, ich glaube, das macht so keinen Sinn. Folgt er mir jetzt oder ist er einfach nur schnell unterwegs? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ah nee, der flüchtet! Der flüchtet vor mir, krass. Okay, Leute, wir müssen uns beeilen. So, was hatte ich gesagt? Fasern, Holz und Leder. Ganz schnell. Zack, zack. Fasern, hier, okay. Also entweder flüchtet er oder er reißt mir gleich die Base ab. Oh nein! Okay, er reißt mir die Base ab und ich bin hier stunt. Scheiße. Okay, wir müssen hier weg. Aber der ist verdammt langsam eigentlich. Wenn es gut läuft, bleibt er jetzt hier hängen. Na, es läuft natürlich nicht gut. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Auch, dass er die Akku nicht verliert. Oh, come on, komm da hoch! Oh, shit! Das war nix. So, wir spawnen neu. Oh. Oh! Der hat mir die Base weggedonnert. Okay, krass. Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Dass der hier wirklich so viel Power hat, dass der mir hier die halbe Base wegspringt. Naja, gut. Was brauche ich denn für eine zweite Kiste? Fasern, Holz und Stroh. Ich habe keine Fasern mehr. Ihr wollt mich doch verarschen. Okay, gleich ein bisschen mehr Farben. Wir brauchen es auf jeden Fall. So, okay. Die zweite Kiste ist in der Mache. So. Was ist das hier? Ach, das war ein Skin. Okay, ich guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht noch einen Boden uns bauen kann. Ja, genau. Sehr schön. Denn dann platziere ich die Kiste hier einfach daneben. Der Mörser und Schlüssel ist ja jetzt eh kaputt.
Das kommt alles mal hier rein, das brauche ich jetzt nicht. So, alles eingepackt und direkt überladen. Auch schön. So, ich hoffe, ich komme jetzt hier hoch, auch wenn wir überladen sind. Nee, leider nicht. Auf was könnten wir denn mal verzichten? Ah, okay. Sehr gut. Holz kriegen wir in jede Ecke. Okay, Versuch Nummer 2. Wenn wir ihn treffen. Ah, der hängt fest. Sehr gut. Jetzt hängt er wieder. Oh. Bist du Akro oder bist du auf der Flucht? Eher Akro, oder? Fragst du, wie viele Steine brauche ich jetzt überhaupt für den? Ich habe das Gefühl, es reicht wieder nicht. Also zumindest können wir es reparieren. Ja, vielleicht zwischendurch mal einwirken lassen. Es dauert ein bisschen, bis der Torpor hochgeht. Kann sein, dass das jetzt auch nachträglich noch wird. Jetzt flüchten, ne? Oder? Nee. Genau, 3 Steine, das reicht nie im Leben. Jetzt flüchten da. Okay, gibt es irgendwo Steine? Oh nein! Er ist Akku. Oh, er kommt, er kommt! Oh shit, ich muss hier weg! Wow! Das war etwas zu weit. Aber danke für den Schubser. Wow, da ist er. Nein! Mist dich! Scheiße! Wo ist er? Komm ich hier nicht hoch? Oh nein, da ist er schon wieder! Und wir haben keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Oh nein! Ihr wollt mich schon verarschen. Oh, ihr haut ab. Oh, 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 oh. Los, weg hier. Okay, wir sind wieder oben. Oh, er auch. Er auch. Das ist nicht gut. Oh, scheiße, wir sind wieder tot. Okay, drauf geschissen. Wir lassen das jetzt. Das macht keinen Sinn gerade. Ah, Mann. Okay, die Triceratops Odyssee. Naja, gut. Okay, ich gehe erstmal mit Stuff wiederholen. Dann schauen wir mal weiter. Okay, ich habe es jetzt repariert. Alles. Und ja, es lässt mich nicht los. Ich will den jetzt eigentlich zähmen. Oh, flüchtet er schon? Oder verarscht er mich wieder? Ich treffe halt nicht aus dieser Entfernung. Ja, er flüchtet. Renn jetzt nicht ins Meer.
Alter! Warum greift er mich jetzt wieder an? Der war doch eben noch im Fluchtmodus. Ey. Das gibt's doch nicht, Broken Bones. Ja, okay, jetzt gebe ich es endgültig auf. Ich habe keinen Bock da drauf. So, okay, wir gucken jetzt als erstes mal, dass wir unsere Ausrüstung zurückbekommen. Aber als erstes werde ich hier mal mein Level-Up verteilen. Mal schauen, was wir jetzt hier uns craften können. Oh, wir sind schon ziemlich weit unten. So, Insektenschutzbehälter, Schrank in groß. Ja, das könnten wir mal freischalten. Was wir natürlich auch machen können, ist hier die Holzfundamente. Das ist der nächst bessere Schritt. Und ja, dann haben wir das Ganze schon mal. So, jetzt hol ich mein Stuff wieder und dann gehen wir definitiv jetzt erstmal auf Erkundung. So, Zeug's wieder da. Da ist der verhasste Triceratops. Den wir jetzt einfach mal ignorieren, weil der geht mir auf den Sack. So, wir schmeißen hier das ganze Zeug raus. Und haben ein Petri direkt vor der Nase. Wollen wir es bei dem mal probieren? Also, just for fun. Okay, Level 50. Okay, der kriegt schon extrem krasse Hitze am Kopf. Ich schieß mal lieber hier auf den Körper. Na, fällst du um? Oh nein! Okay, das war total useless. Naja, scheiß drauf. Wir packen mal hier die Fackel aus und fangen an zu erkunden. Wir haben ja jetzt eh nichts zu verlieren. Gucken wir mal, was wir hier so alles finden. Oder was es auch so an Tieren gibt. Schauen wir mal kurz auf die Map, wo wir überhaupt hinlaufen. Ja, okay, richtige Richtung. Wir sind im kompletten Außenbereich momentan. Wir können nur landeinwärts gehen im Prinzip. Okay, das ist ein Kandidat. Von dem kriegen wir auf jeden Fall Leder. Den kriegen wir auch auf jeden Fall ziemlich easy down. Okay, sehr schön. Pfeile einsammeln wieder. Okay, sehr gut. Die Fackel wieder aus. Okay, wir schwimmen einfach mal hier durch. Ich bin mal gespannt, was auf der anderen Seite uns erwartet. Ich hoffe, hier erwartet uns jetzt kein Piranha oder sowas. Oh no! Wo kam der jetzt her? Ah, Mann! Ich will mich da über einen halben Ozean ohne irgendein Problem und dann kommt kurz vorm Ende so ein beschissener Megalodon. Du verpisst dich von meiner Base. Okay, gut, ja, den Stuff müssen wir jetzt einsammeln. Ja, das wird so eine Fail-Folge. So, da vorne sehen wir wieder unseren Lootstrahl. Die Frage ist jetzt, komme ich da halbwegs safe rüber oder habe ich jetzt hier echt ein Problem, das zu bekommen? Schwimmt ein Fisch. Ja, ich probiere es einfach mal. Oder ist das direkt ein Megalodon? Ja, natürlich! Ah, okay. Ich probiere es einfach mal. Wenn ich der ganze Stuff komplett verloren.
Oh, er hat mich schon, er hat mich schon. Oh, komm, schwimm, schwimm. Oh nein! Wir schaffen es nie! Natürlich schaffen wir es nicht. Okay, wir sind so gut wie tot. Ja, sehr gut. Ein beschissener Level 15er Megalodon tötet mich und wir können auf dem Bett nicht spawnen, weil es Cooldown hat. Oh, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie umstellen kann, eventuell. Dass das nicht so lange dauert, weil im Singleplayer macht das einfach keinen Sinn. Wenn man jetzt im PvP ist, ja, die anderen Spieler, die einen töten, die haben dann ein bisschen mehr Zeit. Ist ja auch dann gerechtfertigt, aber im Singleplayer macht das echt keinen Spaß, jetzt hier zu warten, bis das Bett wieder freigeschaltet ist. Also Leute. Okay, wir konnten wieder spawnen. Das Problem ist, wir haben halt jetzt unsere komplette Ausrüstung hier hinten verloren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr, da wieder reinzuschwimmen, weil der Megalodon wahrscheinlich immer noch da ist und uns jetzt auch beim dritten Mal tötet. Ganz bestimmt. Aber ja, ich weiß nicht. Soll ich einfach nochmal versuchen auf gut Glück oder soll ich auf die Ausrüstung scheißen? Es ist halt nichts Wichtiges. Es wäre jetzt nicht übelst dramatisch, wenn ich das ganze Zeug jetzt hier drinnen lasse. Im Wasser. Aber ja, es geht ums Prinzip. Ich hätte halt gerne meinen Stuff wieder zurück. Und wir müssen unbedingt auf Movement Speed und ein bisschen Stamina skillen. Das ist schon ziemlich belastend auf Dauer. Ich meine, ich hätte ihn hier schon gesehen. Ja, der schwimmt hier immer noch direkt vor mir. Okay, ich warte mal ganz kurz auf die Stamina. Vielleicht können wir es hier von etwas weiter weg doch schaffen, ohne dass der uns jetzt direkt bemerkt und wir Aggro ziehen. Ja, da ist er immer noch. Oder sind hier mehrere? Ne, ist nur der eine. Okay, wir können ja mal einen gewissen Trick versuchen. Ich versuche den mal so ein bisschen wegzuziehen. Ohne jetzt dabei zu sterben. Ich habe keinen Bock, nochmal zu sterben. Aber dass der vielleicht hier ein bisschen ans andere Ufer kommt. Also ein bisschen weg von unserem jetzigen Ufer, eher gesagt. Oh, hier sind so viele von denen. Das schwimmt auch noch von uns weg. Je weiter unser Weg wieder zurück an Land ist, desto schlechter für uns ist es eigentlich. Naja, gut. Ach nein, das sind zwei! Oh, scheiß, die wandern. Okay, da wäre jetzt echt keine Chance dagegen. Wir trinken auch schon wieder. So, was machen wir jetzt? Zwei Haie direkt nebeneinander hier in diesem Flussbett. Das Einzige, ich könnte mal versuchen, hier um den Felsen rumzukommen und zu gucken, ob wir da vielleicht eher drüber kommen. Letzter Versuch, danach gebe ich es auf und dann scheißen wir einfach auf die Ausrüstung. Ja, wir müssen hier genauso schwimmen. Aber ich glaube, hier kommen wir näher ran. Oh, wir haben natürlich auch keine Stamina. Darauf hätte ich jetzt achten müssen. Ah, vielleicht schaffen wir es irgendwie dran vorbei zu sneaken. So ein bisschen zumindest. Oh, da ist ein Manta direkt vor mir. Der könnte mir natürlich jetzt auch ziemlich auf den Sack gehen. Oh, komm mal, lass mich einfach durch. Einfach nur durchlassen. Mehr will ich gar nicht. Oh, nee. Da ist er schon.
Packt der da fest? Oh nein, wir haben keine Ausdauer mehr. Selbst wenn der da jetzt festpackt, kommen wir wahrscheinlich nicht rechtzeitig an Land. Ah. Die Folge kriegt den Stempel Scheiße. Scheiß Folge. Ja, da ist er auch schon. Sehr schön. Und wir sind tot. Okay. Ah, das war sogar Level 60er. Naja gut, wenigstens hat er ein halbwegs gutes Level. Warum müssen wir schon wieder auf das Bett warten? Naja gut, Leute, ich habe jetzt keinen Bock... Ah, okay. Dann spawnen wir wenigstens ganz kurz. Aber Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich gesagt, die zweite Folge war für den Arsch. Und ja, unsere Base wurde eingerissen. Wir haben 3 Versuche gehabt, einen Trike zu zähmen mit einer Steinschleuder. Alles nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt haben wir noch unser ganzes Stuff verloren. Ja, in der nächsten Folge wird es hoffentlich besser. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Leute, dann gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Lasst mal einen Klick auf den Abo-Button hier, schaut euch diese 2 Videos an und teilt sie mit euren Freunden. Klingelt das Glöckchen und wir sehen uns in der nächsten Folge Arc Crystal Isles wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, macht's gut. Euer GameXBeast.